Hallo Freunde und Bewohner in Walheim. Heute zeige ich euch, wie ihr die Werkbank auf Stufe 4 upgraden könnt. Ich zeige das Schritt für Schritt, wie ihr an die einzelnen Rohstoffe kommt und was ihr anschließend macht. Ganz einfach ausgedrückt, um die Werkbank auf Stufe 4 zu upgraden, müsst ihr die Dechsel bauen. Diese erhaltet ihr, wenn ihr Edelholz habt und Bronze. Und das wiederum ist ein bisschen mühselig zu bekommen, also ab hier zieht die Levelkurve stark an. Aber es ist machbar. Fangen wir mit dem Edelholz an. Um an Edelholz zu kommen, müsst ihr Birkenbäume fällen. Jedoch ist das mit einer normalen Axt nicht möglich, denn diese ist viel zu schwach dafür. Ihr benötigt dazu die Bronze-Axt. Mit einer normalen Axt zeigt euch das Spiel einfach nur an, zu stabil. Weil das Birkenholz, das ist viel härter wie das normale Holz und das funktioniert so nicht. Erst mit einer Bronze-Axt könnt ihr diesen Baum fällen. Und wie man an diese Bronze-Axt kommt, das zeige ich euch jetzt. Alle Rohstoffe, die ihr braucht, befinden sich im dunklen Wald. Ihr benötigt dazu eine Spitzhacke. Wenn ihr den ersten Boss besiegt habt, das ist Eiktür, dann bekommt ihr das harte Geweih. Und mit diesem harten Geweih könnt ihr euch eine Geweihspitzhacke herstellen. Und diese benötigt ihr auf jeden Fall, denn ihr müsst im dunklen Wald Kupfer abbauen und Erz. Bewaffnet euch so gut es geht und zieht euch den besten Schutz an, den ihr habt, denn der dunkle Wald, da gibt es neue Gegner und die sind wesentlich härter und schwieriger wie aktuell in den Graslanden. Lauft durch den dunklen Wald und erkundigt ihn. Dort werdet ihr Kupfer finden und auch Erz. Kupfer befindet sich in der Regel zwischen den Bäumen oder am Felsen, wie hier beispielsweise. Aber achtet drauf, hier sind auch Trolle und Trolle können euch ziemlich stark verletzen. Wenn ihr die Gegner besiegt habt oder ihr einen Platz gefunden habt, wo keine Gegner sind, holt eure Spitzhacke raus und fangt an zu hacken. Erntet das gesamte Kupfer, davon könnt ihr nie genug kriegen, sage ich mal. Für den Anfang ist es eigentlich ganz gut, wenn ihr einen guten Vorrat habt und es wird euch dann als Kupfererz im Inventar angezeigt. Danach braucht ihr noch Zinn. Zinnvorkommen befindet sich im dunklen Wald an Wasser. Geht einfach den Fluss entlang und dort findet ihr solches Zinnvorkommen. So sieht das ungefähr aus. Wenn ihr es gefunden habt, holt eure Spitzhacke raus und fangt an zu hacken. Dann könnt ihr auch das Zinn abbauen. Und es kommt dann in euer Inventar. Kupfererz und Zinnerz müssen aber noch verarbeitet werden. Um das zu machen, benötigt ihr noch Soldlingkerne. Soldlingkerne befinden sich in Grabkammern. Aber Achtung, diese werden von Skeletten bewacht. Und auch in der Grabkammer selbst sind Skelette drin. Also bewaffnet euch gut, seid ausgeruht, habt was zu essen dabei und erst dann betretet ihr die Kammer. Und nehmt am besten eine Fackel mit, denn die sind ziemlich dunkel. Grabkammern können so aussehen, können jedoch auch anders aussehen. Beispielsweise können sie auch tiefer in Felsen eingebaut sein oder ähnliches. Aber in der Regel sehen sie so aus, daran könnt ihr euch gut orientieren. Drinnen angekommen, durchsucht ihr einfach die Grabkammer. Kämpft euch einen Weg hindurch und nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt. Achtung, die Skelette, die können euch schon Schaden machen. Genauso werdet ihr auch mal auf den Geist treffen. Aber das sollte machbar sein. Und dann, wenn ihr Glück habt, werdet ihr mal mehr, aber manchmal auch weniger Soldenkern finden. Genauso sehen sie aus und die müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt, da ihr alle Rohstoffe habt, könnt ihr auch schon anfangen. Um den Dexter zu bekommen, das ist der hier, benötigt ihr vorher den Schmelzofen und den Kohlemeiler. Ein Kohlemeiler dient dazu, Kohle herzustellen, damit der Schmelzofen schmelzen kann. Und für die beiden braucht ihr auch die Soldingkanne. Baut die auf. Ich habe meine schon mal hier hingesetzt. Hier ist der Kohlemeiler, hier der Schmelzofen. Dann holt man sich einfach euer Zinn oder euer Kupfer, kann den hier einfügen. Und das Kupfer wird das Zinn wird dann hergestellt. Hier macht ihr dann einfach ganz normal das Holz rein und der stellt dann die Kohle her. Kommt dann da rein und schon bekommt ihr euer Kupfer bzw. euer Zinn. Das sieht dann so aus. Ich habe das schon mal alles vorbereitet. Ja, und mit ein bisschen Kupfer könnt ihr dann eine Schmiede bauen. Das ist der hier. Sechs Kupfer braucht man insgesamt, ein bisschen Kohle und Holz. Und auch noch Steine.
Ja, und mit dieser Schmiede seid ihr denn endlich soweit, dass ihr Bronze herstellen könnt. Ihr braucht dazu nur Zinn und... wie haben wir das? Zinn und Kupfer. Und mit dieser Bronze könnt ihr dann die Bronzeaxt machen. Also es ist sehr, sehr mühselig und ein bisschen weit, aber dann habt ihr endlich eure Bronzeaxt und mit dieser könnt ihr dann endlich die Birkenbäume fällen und kriegt so euer Edelholz. Ja, ein bisschen langwierig, aber es lohnt sich am Ende, dann bekommt man es. Ja, und wenn man dann weiterhin Bronze herstellt, dann hat man Edelholz und Bronze und damit kriegt man dann endlich die Drechsel, nicht Drechsel, die Dechsel. Das ist der hier. Und die setzt man dann einfach wieder in die Nähe der Schmiede. Meine ist ja hier hinter. Ich kann sie auch hier hinsetzen, einfach hinters Haus. Reicht vollkommen, um die Schmiede dann auch zu bessern. Obwohl, ich zeig's besser nochmal von vorne. Geht nochmal rein in mein Häuschen. So, hier ist die Schmiede ja. Wir sehen, es ist die Stufe 3. Ich setze jetzt einfach mal hinters Haus, weil das sieht dann schöner aus und vor allem kommen auch immer an alles dran. Setzen wir sie hier hin. Man sieht, die Funkeln sind wieder da. Das heißt, das ist wieder eine neue Stufe. Wir gucken uns die Sache mal an und seht da, der Anfang ist jetzt auf Stufe 4. Ja, es war ein weiter Weg, aber am Ende hat es sich doch gelohnt. Und falls euch das Video geholfen hat, freut es mich natürlich. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.